Ich wollte gerade anfangen zu reden, ohne auf die Starttaste zu drücken. So, herzlich willkommen zum nächsten. So, wir versuchen das nochmal. Wir haben jetzt 10 Uhr und ich lade jetzt gerade die Folge von eben, ne, hoch. Und ich veröffentliche die dann auch danach, glaube ich, einfach. Weil mir ist das ja eigentlich egal. Also wenn ich die raus habe, ist die raus. Ob dann jetzt innerhalb der ersten Stunde da alle schon draufklicken oder so. Ist für die Stats ja immer irgendwie so, da steht, da ist er ja ganz interessant so und gut auch irgendwie, aber naja, mir ist das der Schnubbi. Wieso ist denn hier jetzt, hier war aber nichts, ne, oder? Der macht irgendwie immer die Türen dann wieder zu, so, ne, das irritiert mich ja, weil ich dann denke, da war ich jetzt noch nicht drin. Boah, ist das asozial, ey. Das ist so kacke, weil der dreht sich um automatisch zu ihr. Was ich ja auch verstehe, aber der dreht sich halt nicht wieder automatisch in die andere Richtung rum. So, und das sind halt wertvolle Sekunden, die du brauchst, dich wieder umzudrehen, auch wenn die dich angreift. So, ne? Das ist richtig kacke. Der Steg sieht irgendwie voll schön aus übrigens. So. Nimmst du mal bitte deine Heilung, oder? Nein? Ihr hört meine Taste, ne? Er möchte nicht. Er möchte die Heilung nicht nehmen. Ich bin mir 100% sicher, dass es die R-Taste war. 100%. Okay, auf P gehen wir ins Menü rein. Ich gehe jetzt mal die Tasten hier durch. Ey, ich weiß genau, dass das R war zum Heilung nehmen. Das weiß ich doch ganz genau. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich habe keinen Bock, jetzt gleich drauf zu gehen. Nur weil er seine bescheuerte Heilung nicht nimmt. Okay, ich muss R halten. Ah, alles klar. Vielleicht hätte ich das dann gerade beim Laufen doch schon nehmen können. Vielleicht wäre er auch stehen geblieben, keine Ahnung. Was ist denn hier eigentlich los, ey? Blood Party oder was? Ach, guck mal, da können wir direkt wieder aufstocken. Da können wir wieder Filmchen gucken hier, ne? Oder? Nein? Okay. Alter, bist du bescheuert? Alter, die sieht ja jetzt noch viel cooler aus mit offenen Haaren. Ah, okay. Ich kann es während des Laufens doch nehmen. Ich habe jetzt einfach mal die mittlere Tür genommen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was tue ich hier eigentlich? Was tun sie? Nein! Muss ich eigentlich wirklich smashen oder... Ah, okay. Okay, jetzt sterbe ich aber, ne? Oh. Okay, ist das immer der gleiche Weg? Müssen wir uns jetzt merken, links, rechts, Boah, die ersten Türen hatte ich jetzt einfach Glück, ne? Brrr, okay, wir können also während des Laufens die Heilung nehmen. Das ist, okay, es fängt nicht direkt hier wieder mit, Dingens an. Okay. Boah, ich kann mir das niemals merken, ey. Never. Das war jetzt gerade einfach nur Zufall. Dass ich die richtigen Türen genommen habe.
Alter. Vor allem, ich muss mit rechts smashen, weil ich das einfach schneller kann mit rechts, so. Aber ich muss ja auch weiterlaufen. Nein! Oh, ist das asozial. Oh, ist das asozial. Oh, nein! Fick dich! Lass mich in Ruhe! Nein! Oh! Boah, ist das kacke, Alter. Was haben die sich denn dabei get... Oh! Vor allen Dingen, die zieht halt so krass Leben ab einfach. Boah, Alter. Ey, muss ich wirklich... Muss ich die Taste wirklich smashen oder muss ich die einfach halten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die einfach halten muss, ey. Krasser Scheiß, ey. Vor allen Dingen ist das so kacke. Ach, falsche Richtung. Gerade hatte ich ja das Pech, so sogar zwei Türen nebeneinander so, weißt du? Alter, bist du bescheuert? Warum machst du die Türe dazu? Entschuldigung. Verwirrt? Ja, okay. Versuchen wir nochmal. Okay, das kann dauern. Es tut mir leid. Das kann dauern. Okay. Kein Ding, schaffen wir. Falsche Richtung. Okay, ich versuche gleich mal nochmal was. Ich bin jetzt natürlich, wäre das natürlich ruhig, ne? Weil ich versuche mich jetzt mal drauf zu konzentrieren, auch wie der Weg ist. Ich hatte gerade das Gefühl, ich bin zwar relativ gut gelaufen, sie hat mich aber trotzdem einmal jetzt gerade vor dieser einen Tür gepackt einfach, so bevor ich die Tür überhaupt aufgemacht habe. Ja, okay, finde ich jetzt auch nicht so geil. Also ich glaube tatsächlich auch, wenn man gut läuft. Ich muss mal darauf achten, ob ich irgendwie
ob ich Muster erkenne, so. Das Ding ist, ich bin doch komplett voll, ne, oder? Wir probieren es einfach mal aus. Ja, okay, der nimmt die Heilung auch nicht. Okay, ich bin auch komplett voll. Weil ich finde es halt... Ich finde es halt ultra kacke, weil wie ihr gerade gesehen habt, also wenn ich zwei genommen habe und ich habe den letzten... Nee, wenn ich den letzten genommen habe, dann sterbe ich auch einfach, weil diese Kugeln halt nicht komplett aufladen so. Die zieht mehr ab, als ich halt mit den Kugeln heilen kann. Das heißt, wenn ich die letzte Kugel nehme, weißt du, das, also... Okay, versuche mich mal zu konzentrieren. Gar nichts machen. Weil du einfach mit der letzten Kugel kannst du dich nicht komplett aufladen, dass es reicht so. Das Schlimme ist auch, wenn der so angeschlagen ist, dass der dann... Du kannst nicht rennen. Also so wie der jetzt gerade, wenn ich die zweite Kugel genommen habe und dann angegriffen werde, dann bin ich auch so massiv geschwächt. Das Problem ist, die spawnt ja auch nicht... Ach, ich wollte eigentlich gerade ausprobieren. Ich wollte ausprobieren, ob ich sie mit dem Messer attackieren kann. So. Links. Geradeaus. Nee, kann ich nicht. Sollte ich vielleicht auf den Boden gucken? Warte mal, mir fällt gerade auf, dass auf dem Boden... Ja. Okay, gut, dass ich das jetzt gesehen habe. Wie viel Heilung habe ich noch? Ein. Okay, aber ich bin gut aufgeladen, ne? Das war, okay, okay. Nee, kann man drauf kommen. Alles klar. Weil ich habe mir gerade so gedacht, ey, du kannst dir doch... Ich meine, klar, ich hätte mir den Weg jetzt auch einfach gemerkt, ne? Weil der war ja tatsächlich immer gleich, ne? Am Anfang wusste ich ja schon Mitte, links. Und dann, glaube ich, rechts, Mitte oder irgendwie so. Oder Mitte, rechts oder keine Ahnung. Der war immer derselbe. Nicht der gleiche, derselbe. Ja, okay. Das ist aber kein Unterschied, ne? Nee, okay, also wenn dir das auffällt... Ach, shit, ey, ist ja easy going dann, ey. Jetzt hätte ich mich eigentlich noch mal... jetzt hätte ich eigentlich noch mal krepieren sollen. Weil ich jetzt nur noch eine Heilung habe. Aber gut. Wir haben ja bis jetzt sehr viel Heilung gefunden. Dann werden wir das mit Sicherheit gleich auch wieder aufladen können. Oh, guck mal, wir finden mal endlich so ein Ding ins Bums hier. Wow, okay.
Defeat? Bitte was? Hä? Ach so. Boah, wie ich jetzt die Heilung gebrauchen könnte, wie asozial. Ach, da liegt ja welche. Okay, warte, ich muss erst eben checken. Das Ding zeigt ja auf die Puppe, in der sie sich reinspawnt. Ach, da hinten die, okay. Das ist scheiße gelaufen. Okay, das funktioniert nicht. Das hätte mich jetzt auch stark gewundert. Ja, ist nicht schlimm. Wir müssen jetzt erstmal kurz, wir warten jetzt den nächsten ab. Okay, die Puppe zeigt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, die Taste für den Nagel. Ich hab den jetzt zwar gerade einmal reingehauen, aber das war eigentlich, ich glaube, das war E, ne? Ich glaube, das war E. Wir warten jetzt einmal kurz, bis sie wieder weg ist. Ich glaube, das ist jetzt der Fall. Alter, wie man nicht an diesen scheiß Puppen vorbeikommt. Nein, das war nicht E. Ach, Q war das, okay. Oh, sie tanzt gerade da hinten, sehe ich. Oh. Wie lange ist sie denn jetzt da hinten am Rumspazieren? Puppen zeigen immer noch dahin. Sie läuft auch immer noch da rum. Kannst du mal bitte kurz wieder dich wegspawnen, bitte? Das wäre super. Und dann woanders neu spawnen. Gucken, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Nee, natürlich nicht, war klar. Hä? Ja, die Puppen haben doch gerade in diese Richtung gezeigt, oder nicht? Die haben doch nach links gezeigt und nicht nach rechts. So, die ist ja jetzt rechts gespawnt, ne? Alter, wollen die mich verarschen oder was? Hä, die ist doch jetzt aus keiner Puppe rausgekommen, oder? Vor allem ist das toll, dass die erst in die Richtung und jetzt... Guck mal, jetzt zeigen die in die Richtung. Wie soll ich das denn schaffen, bis dahin hinzu... Alter, was ist das denn jetzt für eine Rotze, ey? Entschuldigung. Ich habe ja gesagt, ich hätte gerade noch mal sterben sollen und dann durchrennen sollen. Weil ich jetzt halt echt keine Heilung mehr habe, ne? Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo welche rumliegt. Also ich finde es ein bisschen scheiße, dass die Puppen
in eine Richtung zeigen. Ich meine, die ist ja sowieso dann schon sehr variabel, die Richtung, weil in der Richtung steht ja dann nicht immer nur eine Puppe. Auch wenn das Licht darüber irgendwie flackert, so finde ich, kann man ja trotzdem nicht genau sagen, die ist es, könnte auch die daneben sein. Aber wenn du dann. Okay, das jetzt zeigen die hier. Gucken, ob die sich jetzt nochmal verändert. Ja, jetzt natürlich nicht, ne? Das war klar. Ernsthaft jetzt? Doch, die haben's, hat sich wieder verändert. Sie hat erst hier hingezeigt. Und dann zeigen die doch nochmal wieder woanders hin. Wie sollst du denn das schaffen, in der Zeit dahin zu rennen und diesen Pfeil, diesen Nagel auch noch in diese richtige Puppe reinzuballern? Und vor allen Dingen musst du mit mindestens sie wahrscheinlich dreimal mit dem Messer attackieren, ne? Es wird ja dann auch nicht nur mit einmal erledigt sein, so. Hey, die wollen, das ist doch scheiße, Alter. Da, die ist doch, die ist doch. Hey, die ist doch jetzt aus keiner Puppe gespawnt. Never, Alter. Die war doch, die stand doch jetzt auf einmal mittig. Mittig zwischen den Puppen, oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Boah, Leute, ey, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ganz ehrlich. Boah, ist das Kacke, ey. Dann ist es noch übelst dunkel hier. Warte mal, konnte ich da die Schnüre durchschneiden? Mach dich vom Acker. Alter! Wirklich jetzt? Ach komm. Nein, das wäre die richtige gewesen, aber. Ey, wie Arschloch war das denn jetzt? Ihr merkt, ich bin schwer begeistert von diesem Bosskampf. Leute, der Bossfight macht so keinen Bock einfach. Wirklich nicht. Es würde einfach unheimlich helfen zu hören, so Ping. Bin heißer Boy, ne? Deswegen kriegst du Atemnot. Alter, die steht da immer noch. Ich kack ab, ey. Ja, genau. Ich mach das jetzt einfach so. Ich mach das so. Ich werde das auch schneiden. Ich werde jetzt warten, bis die hier wieder drin spawnt. Eiskalt. Und das werde ich bei dem anderen Schrank auch machen. Weil, Alter, das ist. Ich hab da einfach keinen Bock drauf. So, ich bleib lieber hier sitzen und warte, bis die in der Kackpuppe da spawnt, anstatt jetzt noch 500 Millionen Mal zu sterben. Weil, ich weiß genau, wenn ich das jetzt hier noch 10 Mal mache, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. So. Dann bin ich einfach so abgefuckt davon. Dann bleibe ich lieber hier stehen und versuche die Strategie jetzt hier, ehrlich. Weil ich kann die Puppe ja von hier aus genau sehen. Ich sehe ja, wenn sie da drin ist. Man hört es ja auch eigentlich. So, Versuch Nummer 3 ist das jetzt. Jetzt wäre es natürlich cool gewesen. Wir haben ja an einer Ecke vom ganzen Spiel, habe ich ja einen so einen Nagel gesehen. Jetzt wäre es cool, wenn man zumindest 3 hätte. Dass man hier in der Ecke die 3 alle, ne? Rechts in der Ecke da alle 3 nageln könnte, wollte ich jetzt schon sagen. Der 3 Puppen nageln könnte. Ja, damit das Mistkind schneller geht. Weiß ich nicht, ob ich unterwegs 500 Millionen Nagel übersehen habe, keine Ahnung. Ich kann mich nur an einen erinnern, der irgendwo an der Wand, ne, neben so einer Puppe. Der war da, wo wir eigentlich hätten die 3 Zahlen suchen müssen. Da war auf jeden Fall einer.
Okay, ich weiß gerade nicht. Ich höre sie gar nicht mehr. Ich glaube. Warte mal, ich heb aber mal die Heilung da hinten vorsichtshalber auf. So. Ich hoffe, das war es jetzt. Also ich habe jetzt tatsächlich einfach die ganze Zeit gewartet. Ich gucke mir auf jeden Fall gleich, wenn ich hier fertig bin, ein Video an. Wie komme ich denn da hoch? In den Kopf rein. Muss ich wegrennen? Ach ne, ich kann nichts machen. Okay. Ich weiß nicht, warum ich jetzt meine Heilung nicht nehmen kann. Das soll wohl so sein. Nicht da noch irgendwas? Nein. Okay, er nimmt die Heilung immer noch nicht. Wobei ich auch mal davon ausgehe, dass er automatisch gespeichert hat. Nach dem Kampf. Er nimmt die Heilung immer noch nicht. Okay, ich weiß nicht, soll er jetzt hier links oder rechts lang? Ah, okay. Hier ist gar nichts außer das. Okay. Ich bin nur ein bisschen verwirrt, wenn das jetzt das Ende der Episode ist. Was halt mit diesem einen Raum ist, ne? Mit der. Ob das optional war oder so. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Ich kann nicht rennen. Ich kann mich nicht heilen. Was sitzt denn da oben drauf? Okay, ich glaube, Radri tanzt jetzt gerade da unten. Mit, weiß ich nicht, ob das der Dingensbums sein soll, der da oben drauf sitzt. Ah, wie hieß der denn nochmal? Den Typen, den die da die ganze Zeit mit hatte. Oder ob das der Geist ist, der sie jetzt besessen hat. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, warum du deine Heilung nicht nimmst. Ja, was haben wir jetzt heute? Den 12. Dauert halt jetzt noch knapp 3 Wochen. Also etwas mehr als 3 Wochen. Gute 3 Wochen. Gute 2 Wochen. Genau. Knapp 3, gute 2. ja. Also ich habe ja schon gesagt, so generell finde ich den zweiten Teil bis jetzt nicht so. Hatte coole Passagen, ja, aber insgesamt war der erste einfach gruseliger, weil du einfach so viel sneaken musstest und gucken musstest. Ich finde, in dem Teil hattest du. Jetzt ist die Musik wieder weg. Ich finde, in dem Teil hattest du einfach gar nicht so die Möglichkeit zu sneaken, ne? Also konntest das machen. Aber ich fand, dadurch, weiß nicht, hätte ich das mit Sicherheit locker noch mal 3 Stunden länger gespielt, anstatt da einfach durchzurennen. Das war einfach, fand ich, die bessere Lösung. Ja, deswegen schade, weil. Und ich fand, das ist das mit dem Nagel, das fand ich jetzt auch so. Ich habe am Anfang, wir haben ja das erste Mal, als wir diesen. Was auch immer, Pfahl oder Lenz, wie du willst, muss man in so einen Zombie reinrammen, um den zu töten. Später mussten wir das nicht, gar nicht mehr irgendwie machen.
das irritiert mich total. Also es, weil ich habe gedacht, okay, jetzt kommt hier irgendwie so im zweiten Teil müssen wir jetzt irgendwie kämpfen oder sowas. Und das kam dann irgendwie doch nicht, weil wir brauchten, im Prinzip mussten wir es ja jetzt nur am Ende machen. Ne? Man ist ja so auch ganz gut durchgekommen. Klar, man hätte die Puppen irgendwo dazwischen auch mal töten können oder so. Fand ich jetzt aber total überflüssig, weil ging ja auch so. Und ich glaube auch nicht, dass es schneller gegangen wäre, wenn wir jetzt ein paar Puppen getötet hätten. Ich glaube, dass uns das eher noch aufgehalten hätte. So. Deswegen finde ich, hätte das völlig gereicht, wenn man am Ende diese Nägel überhaupt bekommen hätte. Weil ich habe auch zwischendurch, wie gesagt, ne, ich habe halt einen gesehen. Und ich glaube, dass wenn ihr welche gesehen hättet, mir auch gesagt hättet, ey, du hast da und da einen übersehen oder so, der war da an der Wand. Und, deswegen so, warum kann ich 5 Stück einsammeln, wenn ich nirgendwo welche überhaupt großartig finde? Und die halt auch einfach gar nicht brauche. Weil ich habe gedacht, ich brauche die für die Zombies, dass da irgendwo welche immer stehen und da muss ich die von hinten weg, dahin sneaken und dann abschnetzeln und keine Ahnung. Nee, war gar nicht der Fall. Und für die Puppen brauchte ich es auch nicht. Deswegen hat es völlig gereicht, wenn man halt zum Bosskampfende, dass man das kurz vorher irgendwo erklärt kriegt, so. Man kriegt diesen ein, ne? Dass man auch nicht irgendwie 5 Stück einsammeln kann, so, sondern man kriegt diesen ein und damit muss man die halt einfach bekämpfen. Punkt. Das hätte völlig gereicht. Und ich, wie gesagt, ich gucke mir das jetzt gleich halt, ich glaube, bei Pan brauche ich nicht reingucken, weil da habe ich ein paar Folgen geguckt und da habe ich die Krise gekriegt einfach. Deswegen glaube ich, sollte ich mir auch nicht den Bossfight bei ihr angucken. Ich werd bei irgendeinem anderen Let's Player mal reingucken, ob ich doch irgendwas übersehen habe. Also man konnte anhand des Lichtes auf dem Boden und so weiter, konnte man schon sehen, dass sie jetzt weggespawnt ist, ne? Aber ich fand es einfach so ultra schwer, die Zeitspanne einfach manchmal vom Wegspawn zum wieder da, also dass sie sich, ne? Die war einfach manchmal so kurz. Und dann auch, dass man zu den Puppen hinrennt. Man musste auch einfach in dem Schrank warten und dann gucken, dass die in dieser Ecke irgendwo in eine Puppe reinkommt. Weil wenn du die ganze Zeit durch den ganzen Raum läufst, so die Wege sind manchmal einfach viel zu weit auch auseinander. Und auch so, ich hoffe, ihr habt nicht alles rausgeschnitten, aber ihr habt ja manchmal gesehen so, dass ich wusste, okay, in der Puppe renn da hin und war dann trotzdem noch zu langsam so. Weil die Puppen zeigen da, du denkst dahin und dann zeigen die doch dahin. So, und eine Sekunde später spawnt die da auch. Also das war viel zu schwer, fand ich so. Deswegen, ich habe zwar jetzt, ich glaube, ich habe jetzt gerade eine neue Aufnahme gestartet, aber ich glaube, insgesamt 45 Minuten halt gebraucht. Man musste sie, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, weil ich jetzt auch die ganze Zeit immer auf Twitter, aber ich glaube, ich habe sie jetzt 4-mal weggeschnetzelt. Und 45 Minuten dafür gebraucht. Und ich glaube, das war einfach schneller, als wenn ich es echt anders versucht hätte, glaube ich, bin ich mir total sicher. Für mich zumindest persönlich. Ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Teil sagt. Also, ich fand, er hat ein bisschen gebraucht, um anzulaufen. Ja, okay, kann man halt auch noch drüber hinwegsehen. Dann ging es halt so los, ne, mit Verfolgung und so. Ich fand es einfach nicht so gut, weil man einfach mit dem Sneaken das nicht hatte. Und dementsprechend war das für mich jetzt nicht mehr so horrormäßig, ne? Ich hatte jetzt auch nicht so wirklich mehr Angst vor dem Anfang. Ich weiß noch, Folge 6, die ist bei mir eingebrannt. Ich habe mich ja kaum getraut, zu denen zu gehen. So, aber das war ja schnell vorbei, so, ne? Schade, weil sie ist halt eine sehr coole Figur. Sie sieht sehr cool aus. Die Story ist halt ganz cool. Ja, natürlich werde ich trotzdem Teil 2 spielen, ne? Davon, natürlich. Wir haben es ja jetzt geholt und am 31. kommt es raus und, ja, natürlich werden wir den spielen, ne? Wir werden uns den angucken. Vielleicht nehmen die sich ja auch von den Leuten das ganze Feedback an. Also ich werde da jetzt auch morgen jetzt nicht mehr ein Feedback zu schreiben, ne? Was ich jetzt so... Und vielleicht haben sie ja noch ein bisschen... Ich meine, viel machen kann man bis dahin nicht mehr. 2,5 Wochen. Aber zumindest so ein bisschen dran feilen, so... Ich bin gespannt. Ich hoffe, sie machen den zweiten Teil echt besser so. Ja, was soll ich sonst noch sagen?
bis zum nächsten Projekt. Ich habe ja noch einige andere Spiele, die wir dann jetzt, glaube ich, erstmal weiterspielen, bevor ich was Neues anfange. Und dann sehen wir uns. Bis dann.